Wo gibt's eine Uhr? Ach, schlimm, ey. Ich glaube, das Erdmagnetfeld hilft da auch nicht. Aber bestimmt kann ich da auch irgendwas ranpacken. Also, das Erdmagnetfeld, kein Grund. Okay. Ich habe lange genug gewartet. Jetzt heißt es Nägel mit Köpfen machen. Wofür ich alle Zeit der Welt habe. Ja, hast du ja jetzt auch. Ich habe immer noch das Ding hier. Das Handschweißgerät. Ich glaube, hier muss ich auch noch nicht aufräumen. In der Notfallstation. Boah, die Klappe ist wieder zu. Gut. Hey, was treibst du da? Ich dachte, ich darf garantiert kurz mal an ihrem Hebel ziehen. Guter Witz. Aber... Nein! Nein. Hallo, Dr. Gizmo. Ah, Ofus. Tut der Kopf noch weh? Das Einzige, was mir wehtut, ist, dass ich noch immer in diesem Kaff festsitze. Ich fürchte, dafür habe ich keine Medizin. Außer vielleicht diesen Rat. Das hier ist dein Leben. Akzeptiere es. Okay. Was ist denn nun mit Goal? Ich glaube, es ist das Implantat. Es wurde bei ihrem Sturz beschädigt. Okay. Goal muss zurück nach Elysium. Guter Witz. Nichts, was auf Deponia landet, kommt je zurück nach Elysium. Aber was wird dann aus ihr? Der Bürgermeister hat entschieden, dass sie hier in Kuwak bleibt. Und ich halte das für sehr vernünftig. In ihrem Zustand würde ich einem Transport ohnehin nicht zustimmen. Selbst wenn das Ziel realistisch wäre. Okay. Ich will einen Notfall melden. Ich höre... Ich habe da dieses Zwicken im Rücken. Ich empfehle Bettruhe. Also, verschwinde! Feuer! Unmöglich! Das hätte meine Brandschutz... Sie haben eine eigene... Ja, das war mein letzter Geburt. Es gab ein... Und ich glaube... Ich mich unglaublich... Okay, das doch kein... Aus deinem Munde... Immer das Gleiche hier. Können Sie mich einen Augenblick mit ihr allein lassen? Nein! Nein! Menno! Ich komm... Ich kann es... Kontaktiere Cletus. Kontaktiere Cletus. Kontaktiere Cletus. Okay, also wir müssen irgendwie Cletus kontaktieren. Ich will doch nochmal mit ihm reden. Hallo nochmal. Ah. Okay. Bis bald. Tschüss. Lonzo. Du, Lonzo. Ah, bist du gekommen? Ah, ist grad schlecht. Ich komm. Okay, nein. Tonis Laden. Ich muss weg. Das aber du. Hakenkram. Finger weg von meinen Sachen. Okay. Am besten alles nochmal austesten, aber ich glaube einfach, dass hier nichts Neues ist. Erdmagnetfeld. Also, das ist kein Grund. Hier ist immer noch das, diese Plörre da. Die Post ist einfach noch zu. Gleich noch mal. Nee. Der Stier ist wütend. Zeit für ein Rodeo. Nein. Kein Rodeo, bitte. Ich wusste gar nicht, dass die Stadt ein Mieg wahrscheinlich für die, zu denen ich... Da fehlt ein Adapt, kleine Kling, großer Blö...
Bla 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 bla. Freies Funkgerät finden. Kurz Verlobten kontaktieren. Alles andere geht gerade nicht. Der Rest, der ist auch hier eigentlich in der Hinsicht schon klar. Wie finden wir also jetzt ein freies Funkgerät? Wir haben hier eine Gegensprechanlage. Nächster bitte! Nächster bitte! Da fehlt ein kleiner großer Blöd. Wir haben ja alles Mögliche noch. Das kann man ja mal auch mal austesten hier. Das hilft aber alles nicht. Wenn da der Schlüssel zur Welt reingehört, na dann gute Nacht. Ich verbummel ja so. Was, wenn ich dann den Dietrich reinstecke? Ja, das wäre lustig. Hm. Diese Technik ist voll für... Nicht wundern, wenn ich immer kurz hier raus tappe. Das ist nur, um kurz mir selbst helfen zu lassen hier. Bla bla bla. Ja, das ist klar. Papagei. Wie ist ja der Papagei? Ich habe Hunger! Netter Papagei. Ja. Wir benutzen ihn, um gefährliche Gase im Stollen zu erkennen. Und was macht ihr, wenn das passiert? Einen neuen Papagei besorgen. Verstehe. Espresso den Papageien geben? Ja, ich gucke in der Komplettlösung. Er hält den Schnabel fest verschlossen. Ein Wunder, dass er so... Ich weiß, es ist ein bisschen dämlich, aber manchmal muss man sich weiterhelfen. Will Polly einen wahllos ausgesuchten Gegenstand aus meinem Inventar? Daneben nicht. Daneben nicht? Ja. Deinem Papagei scheint es nicht gut zu gehen. Ach du meine Hose. Er ist ja vollkommen ausgenockt. Wie sollen wir denn jetzt erkennen, ob gefährliche Gase austreten? Tja, die Warnlampe geht doch immer als erstes kaputt. Nimm ihn ruhig mit, wenn du willst. So nutzt er mir nichts mehr. Okay. Sag mal den Papageien. Kein Grund, Alarm zu schlagen. Ich habe alles unter Kontrolle. Okay. Toni, Papagei. Damit sie einen neuen Vogel hat. Guck mal, was ich dir mitgebracht habe. Schon wieder ein toter Vogel? Er ist nicht tot, er schläft nur. Das hast du von der Taube neulich auch behauptet. Das nennt man Kälteschlaf. Es war ein Zeitreiseexperiment. In meinem Kühlschrank?
Wo sonst wäre es kalt genug? In deinem Herzen ist ja nicht viel Platz. Keine toten Tiere mehr. Schon gut, dann wecke ich ihn halt. Tu das, aber woanders. Hey, du, aufwachen. Ja. Geht doch, Schnarchschnabel. Und jetzt? Hey, Toni, ich habe ein Geschenk für dich. Hallo, hallo. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst keine Tiere in meinen Laden bringen? Ich dachte, das gilt nur für Ratten und Insekten. Und? Und Wasserbüffel. Aber dieser Papagei hier ist ganz anders. Er ist klug, reinlich, macht nichts kaputt und Läuse hat er auch nicht. Wow, er ist das genaue Gegenteil von dir. Sehr witzig, Toni. Ich dachte nur, du könntest einen Zuhörer kaufen, damit du mal jemand anderen zutexten kannst. Tja, wenigstens rede ich dann Zuhälter. Nicht mehr gegen eine Wand. Sehr witzig, Toni! Er gefällt mir. Kein Wunder, er klingt genau wie deine Mutter. Und eine gewisse äußerliche Ähnlichkeit ist auch vorhanden. Raus! Raus! Okay. Hätte ich nur auf meine Mutter gehört. Nimm dich vor ihm in Acht, Toni. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot! Ha! Wart nur, bis du ihn richtig in Aktion siehst. Gerade erst letzte Woche hat er den Friedhofsrasenmäher mit Sprühsahne betankt. Idiot! Idiot! Ha! Der arme Vogel. Nicht mehr lange und er wird sich zu den Minengasen zurücksehnen. Okay, damit ist das Ganze mit dem Papagei auch geklärt. So, dann geht's nochmal zum Rathaus und reden nochmal mit Lotti. Hallo, Lotti! Du schon wieder? Das haben wir ja alles schon mal gemacht. Ich verschloss dich! Mehr. Dann probieren wir das hier jetzt nochmal. Aber... viel getan hat sich da auch nicht. Kissen, Moment. Wir haben ja hier die... das Kissen. Kann man das Kissen nicht irgendwie nehmen? Oder kann man das... Magnetfeld irgendwie da... Also, das Erdmagnetfeld funktioniert hier einwandfrei. Kein Grund nach... nachzujustieren, ich weiß. Schublade... Also, das Erden keinen Grund. Hä? Also, kein Grund. Es macht keinen Sinn, was hier in dieser Lösung steht. Ja, ich weiß, ich lese. Aber hier steht, nun kommen wir an das Kissen des schläfrigen Bürgermeisters heran und können darunter das Gerät zum Ausrichten des Magnetfeldes nehmen. Oder haben wir da schon was mal rausgenommen? Ach, ich glaube, das ist einfach schon länger her. Schauen, haben wir auch schon. Moment, wie? Stimmt, der hat da die Uhr. Nimm mal die Uhr.
jetzt vorsichtig. Ja. Haha, lange Finger, leise Treter. Rufus war der Übeltäter. Dann können wir jetzt die Uhr. Jetzt brauche ich nicht weiter gucken. Das müsste jetzt klar sein. Die Uhr hier reinpacken. Hm, ich glaube, die Post hat auf. Postana! Du hast recht. Damit hast du nicht gerechnet, was? Nee. Nee, ne? Ah. Wow. Und jetzt haben wir was Neues. Klappe. Eine Katze. Man lässt eine Katze die Briefmarken lecken? Na, wenn die mal keinen Mist baut. Ein bisschen zu langsam oder ein bisschen zu schnell und die Lieferung ist gleich falsch frankiert. Klappe? Eine Katze in einem Laufrad. Süß. Wow, ihr habt's mit Katzen. Funkgerät. Fehler, Fehler. Dann halt nicht. Mit Vogel. Wenn man ihn anstößt, nickt er mit dem Kopf. So ein Feature wünsche ich mir für Toni. Wow. Da. Fehler. Fehler. Schubladen. Dann halt nicht. Gut. Dann können wir ja mit dem Postboten. Hi. Bitte nennen Sie Ihr Anliegen. Ja. Ich möchte einen Nachsendeantrag stellen. Nennen Sie den Grund für den Nachsendeantrag. Ich wohne in Zukunft in Elysium. Selbstüberschätzungs-Error. Wow. Von wo aus kann ich funken? Ausgehende Funkgespräche können von jedem angemeldeten Privatgerät aus geführt werden. Wow. Wo finde ich denn so ein angemeldetes Privatgerät? Es ist kein privates Fernsprechgerät für Außerortsgespräche registriert. Was soll denn das heißen? Man muss doch irgendwie nach außen funken können. Nicht von einem privaten Gerät aus. Hä? Sind denn andere Fernsprechgeräte registriert? Es existieren 3 Registrierungen für Innerortsgespräche. Eine Anlage befindet sich im Büro von Bürgermeister Lotek. Eine weitere am Empfang des Rathauses. Die 3. Anlage ist das Notrufsystem der Notfallstation. Aber von da aus kann man nur interne Gespräche führen? Na, perfekt. Wow. Gibt es denn gar keine externen Geräte? Es existieren keine externen Geräte außer dem Horchposten der Post und dem Backup-System im Tresorraum. Na, das sind doch schon mal 2. Beide Geräte sind nicht zur öffentlichen Nutzung freigegeben. Verdammt! Aber wir haben schon mal eine Information. Ich würde gerne selber ein privates Gerät für Außerortsgespräche anmelden. Sehr gerne. Wo soll das Gerät installiert werden? Tonis Hütte liegt im Planquadrat 4, direkt am Ausgang des Osttunnels. Ihr Auftrag wurde registriert. Die Installation der Anlage wird voraussichtlich in Kalenderwoche 63 abgeschlossen sein. Was? Das ist ja erst in einem Vierteljahr. Bis dahin werde ich Kuwak schon lange verlassen haben. Die Installation der Anlage dauert 3,799 Monate. In diesem Zeitraum wird Ihr Haus von der Strom- und Wasserversorgung der Gemeinde getrennt. Ohrenschützer gegen den Lärm der nächtlichen Bohrungen sind im Preis inbegriffen. Wie möchten Sie zahlen? Toni zahlt für mich. Ja. Darf ich in den Tresorraum? Nur über meine verrosteten Wrackteile. Das können wir arrangieren. Ja. Mann, bist du langweilig. Ich meine, macht dir der Job überhaupt Spaß? Definieren Sie Spaß. Also bei dir ist ja echt Hopfen und Malz verloren. Spaß halt. Wie wenn jemand vor deinen Augen in eine offene Müllgrube fällt. Oder sich aus Versehen den Fuß anzündet. Zerstörung ist Spaß. Ja, wenn sie nicht dir passiert. Ich mag es, die Luftblasen in der Knickerfolie zu zerdrücken. Ist das auch Spaß? Wenn's dir gefällt.
Leider brauche ich die Knickerfolie immer nur, um Pakete mit kleinen Gütern aufzufüllen, die irrtümlich in Paketen der Frankierungsstufe 3 gelandet sind. Okay. Und das passiert so gut wie nie. Aber wenn es passiert, dann ist hier bestimmt Party. Ja,